Eines sitzt immer bei Cristiano Ronaldo: die Frisur. Der Portugiese ist nun mal ein wenig eitel. Das gilt auch für seine Wachsfigur. Damit die Haare auch wirklich sitzen, kommt jeden Monat ein Stylist ins Museum nach Madrid, engagiert von CR7. Mit seinem Äußeren kann Ronaldo also mehr als nur zufrieden sein. Bei Real läuft es für den Weltfußballer derzeit nicht so schick. Er schwächelt. Im Schnitt nur 0,5 Tore pro Ligaspiel seit Anfang des Jahres. Ronaldo in einer Mini-Krise. Ausgerechnet vor El Clasico, in dem Real Madrid bei einem Punkt Rückstand wohl die letzte Chance auf die Meisterschaft hat. Und Barcelona ist in Topform. 9 der letzten 10 Ligaspiele gewonnen. Messi und Neymar zaubern seit Wochen. Es wird ein Finale. Wir gehen in dieses Spiel wie in ein Endspiel. Wir wissen, wie schwer es werden wird. Sie haben ein sehr gutes Team. Aber wir denken nur an einen Sieg. Die Euphorie in Barcelona ist groß. Genau darin lauert für Luis Enrique die Gefahr. Wir sind nicht der Favorit. Es wäre riskant und anmaßend, das zu sagen, warnt der Barca-Coach. Tatsächlich ist Real im Moment schwer einzuschätzen. Gegen Schalke schwach, in der Liga gewann Madrid zuletzt 2:0 gegen Levante. Den Königlichen fehlt es momentan an der Konstanz. Barcelona ist dagegen sehr gefestigt. Ich denke, wir haben ein traumhaftes Team und werden alles dafür tun, um zu gewinnen. Auch drei Deutsche werden beim Clásico dabei sein. Aber nur Weltmeister Toni Kroos wird bei Real in der Startelf stehen. Sowohl Semih Khedira als auch Barca-Keeper Marc-André Ter Stegen sitzen wohl nur auf der Bank.